North Orbit, der Hochleister von North Skateboarding, hat in dieser Saison ein paar kleine, feine Änderungen in den Details erhalten. Und wir werden in diesem Test euch ein wenig erklären, wie weit sich der Kite geändert hat. Geblieben ist die 4-Punkt-Waage, die sehr kurz gehalten ist. Diese kommt ohne Pullis aus. Ebenso sind die Steuerleinen weiterhin direkt mit dem Tipp verbunden und es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, um den Bardruck und den Turning Speed an den jeweiligen Geschmack oder den Einsatzbereich anpassen zu können. Wir haben zum B- und Entlüften ein großes Standardventil und ein One-Pump-System mit einem sehr geraden Schlauchverlauf, wodurch sich der Kite schnell B- und Entlüften lässt. Die Fronttube ist mit einer normalen Kedernaht verschlossen, von der Innenseite gedoppelt und vernäht. Klar, wir haben weiter hier 5 Querstruts. Von den Line-Up-Weisern werden hier nur am Ende der Fronttube und an den beiden äußeren Querstruts Line-Up-Weiser benötigt. Die Mitte kommt hier vollständig ohne aus. Das Flugtuch des Orbit ist ein Double-Ripstop-Material. Das ist auch vollständig bis in die Tips hineingezogen. Nur der äußerste Rand sowie die Abrisskante sind mit schmalem Dacron-Tuch versehen. Jede Querstrut ist jeweils mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und bei den Verstärkungen arbeitet North hier mit gummiertem Gewebematerial. Und der Übergang vom Flugtuch zur Fronttube ist mit einem mittelbreiten Tuchstreifen gedoppelt. Im Vergleich zum Vorgängermodell hat der neue Orbit hier ein klein wenig mehr Grundzug bekommen, sodass er beim Anfahren hier gute bis sehr gute Leistungen liefert. Dazu kommt, der wird halt sehr schnell absolut sauber angeströmt und liefert über die gesamte Bandbreite, egal an welcher Position er sich im Windfenster befindet, einen konsequenten, sehr gleichmäßigen Vortrieb. Auch wenn er hier im Vergleich der 5-Strut-Hochleister nicht die gestreckteste Form aufweist und auch nicht mit Abstand das flachste Profil hat, so ist er auf dem Ambin-Kurs jedoch wirklich exzellent. Es ist sehr einfach hier Höhe zu laufen und auch am äußersten Windfensterrand zieht die Kappe konsequent immer weiter ohne Korrekturen. Die veränderten Materialien bescheren dem Orbit noch etwas mehr Steifigkeit, sodass er halt mit seiner pulleylosen Waage, also ohne Umlenkrollen, hier ein wirklich knackiges Barfeeling zu bieten hat. Man spürt jederzeit, wo die Kappe sich befindet und er reagiert absolut präzise auf jeden Lenkbefehl. Jedoch kann man auch sagen, dass das Ganze hier nicht nervös ist oder dergleichen. Es ist einfach nur präzise und entbehrt trotzdem halt nicht einem notwendigen Komfort auch in dieser Klasse. Dabei halten sich die Halte- und Steuerkräfte des Orbit stets im mittleren bis geringen Bereich. Wie erwähnt, der Grundzug ist gefühlt ein klein wenig höher als beim Vorgängermodell und auch bei der Kraftentfaltung geht es noch etwas sportlicher zu. Allerdings hält sich die Progression auch bei dem neuen Modell stets in Grenzen. Wir haben eine mittlere bis hohe Fluggeschwindigkeit und auch bei den Drehradien ist das Flugbild im sehr engen bis maximal mittleren Bereich angesiedelt. Daraus resultiert ein wirklich extrem harmonisches Feeling und ein moderner Touch, den man nicht so häufig bei diesen 5-Strut-Hochleistern findet. Man kann hier wirklich klar sagen, dass ein Wettbewerb wie zum Beispiel der King of the Air Pate ist für diesen Schirm. Die ganzen Anwendungen, was halt die Sprungperformance angeht, das Handling dabei, die Kontrolle, die Fähigkeit bei den Loops, Kontrolle bei sehr viel Wind und diese permanente Anströmung, das ist halt wirklich sehr, sehr modern und gibt ein
total gutes Feeling. Das Safety-System des North Orbit löst bei 6 Kilo und einer Last von 120 Kilogramm aus. Und wir haben in dieser Klasse einen guten Wasserstart. Allerdings sind hier Voraussetzungen von 12 Knoten Minimum. Wir haben beim neuen Orbit einen kraftvollen und langanhaltenden Lift mit einer leichten Progression. Aufgrund der nicht vorhandenen Querkräfte dieses Kites, und zwar auch bei sehr viel Wind, ist die Kontrolle vor dem Absprung fast einzigartig. Schirme wie ein Core XR7 sind hier vergleichbar. Selbst ein North Rebel, ein neues Modell, hat hier etwas weniger Kontrolle im absoluten Endbereich. Schaut man auf die Hangtime, so haben wir hier einen ebenfalls sehr guten Wert. Dieser wird allerdings halt durch auch zeitgleich getestete Schirme wie die Slingshot-Maschine nochmals getoppt. Dieses Modell ist dann allerdings halt deutlich gestreckter und hat dafür natürlich wieder andere Eigenschaften, aber dazu kommen wir ein andermal. Bleiben wir beim Orbit, so kann man ganz klar sagen, wir haben wirklich absolut Sprungleistung auf dem höchsten Level. Und das Besondere, hatte ich vorher schon erwähnt, ist dieses moderne Feeling. Man hat halt einfach einen leichten, beweglichen Schirm, der keinerlei überflüssigen Pull an irgendwelchen Stellen fabriziert, den man nicht haben möchte, was doch bei einem 5-Strat-Hochleister schon mal vorkommen kann. Das ist hier vollständig neutral und wirkt schon sehr, sehr spielerisch, und das mit absolut höchsten Leistungen in Kombination macht halt diesen Schirm definitiv aus. Ein Punkt, den wir im letzten Jahr moniert haben, war das Zusammenspiel zwischen dem Aufwärtslenken des Kites und der dann daraus entstehenden Kraft, dass es da halt so eine gewisse Verzögerung gab. Und dadurch, dass es nicht ganz homogen war, war es halt einfach ein bisschen schwieriger. Das ist ein Punkt, der hat sich halt völlig egalisiert. Das ist super gut, genau im feinen Detailbereich halt zusammengewachsen. Das ist hier eine ganz harmonische Geschichte, intuitiv und leicht bedienbar. Und das halt wirklich auch für jede Fahrkunststufe. Also egal wer, kann hier für sich selbst erstmal in seinem Konstufenbereich das Maximum an Leistung einfach abrufen. Freeride High Performance ist im Prinzip natürlich jedem klar. Es geht hier immer um maximale Fahrleistung und halt optimale Sprungeigenschaften. Das ist das, was 80-85% aller Kitesurfer am liebsten machen. Das ist hier zu 100% gegeben. Wir haben auch im Vergleich zu den Mitbewerbern hier gehört der Orbit definitiv zum stärksten, was der Markt hergibt. Und das Ganze setzt dann mit diesem, wie von uns genannten, modernen Touch um. Wer gerne in sehr unterschiedlichen Bedingungen, also auch mal ein bisschen welligen Bedingungen, auch mit dem Twintip fahren möchte, hier oder da einen Sprung ansetzen, da einen Turn hinziehen und dergleichen, da ist der Orbit halt wirklich die absolut allererste Wahl in diesem Bereich. Das bringt halt den puren Spaß. Das Ganze wird begleitet mit einem exzellenten D-Power-Vermögen, was ihm einfach ein großes Maß an Kontrolle auch im obersten Windbereich beschert und auch eine hohe Profilstabilität bei starkem Wind. Klar, auch North Kiteboarding setzt bei seiner Weiterentwicklung auf Gewichtsreduktion der Schirme. Man muss aber ganz klar sagen, hier steht eher die Robustheit des Kites im Vordergrund. Die Reduktionen des Gewichtes sind hier im marginalen Bereich angesiedelt und sind natürlich gegenüber anderen Mitbewerbern, die sich da gerade immens hervortun über Gewichtsreduktion, dann etwas im Nachteil. Was allerdings aber seine Gesamtleistung für uns jetzt nicht schmälern soll. Wir hatten auf jeden Fall ein großes Maß an Spaß und haben diesen Schirm definitiv genossen und würden den auch wirklich unbegrenzt weiterempfehlen.